Was ist das Allerschönste im Leben für dich? Und was tust du dafür? Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Es gibt für jeden Menschen etwas, was er als Allerschönstes bezeichnet. Und dann, wenn er das gefunden hat, das ist manchmal gar nicht so leicht, dann sollte man überlegen, was man dafür tut. Was tut man für das Schönste im Leben? Und dann schaut man seinen gesamten Tag an. Und dann viele stellen das fest, dass sie, obwohl es das Schönste im Leben ist, dass sie nicht das meiste Engagement an diesem Tag eben dafür aufbringen, um dieses Schönste zu erreichen. Was ist das Schönste für mich? Das Schönste für mich, ich habe da lange drüber nachgedacht, weil viele Dinge schön erscheinen. Das Schönste für mich ist, mit Menschen zusammen zu sein, die ich liebe. Das ist das Schönste für mich. Und was tue ich dafür? Es gibt Tage, da arbeite ich mich in Studien ein, lese Texte, versuche über irgendein Wissensgebiet mehr Informationen herauszubekommen, mache mir Gedanken, wie man seine Persönlichkeit verändern kann. All die Dinge. Und das mache ich den ganzen Tag. Und ich tue überhaupt nichts dafür, für das Schönste im Leben, dass ich mit lieben Menschen zusammen bin. Mittlerweile tue ich das zum Glück häufiger. Vor 5 Jahren saß ich Tag ein, Tag aus vom Computer und habe gearbeitet. Mittlerweile sieht das anders aus. Wir haben die Rohkost-Potlucks. Ich habe jede Woche entweder einen Werwolfabend oder einen Singkreis. Des Weiteren gehe ich zu verschiedenen anderen Rohkost-Potlucks oder irgendwelchen privaten Festivitäten. Man trifft sich zusammen, unterhält sich, tauscht sich aus. Und ja, nicht zuletzt wohne ich auch jetzt zusammen mit Cecile hier in der Wohnung, gemeinsam. Und ich bin auf einem guten Weg. Aber trotzdem hinterfrage ich mich täglich, was tue ich dafür? Für das, was ich als Schönstes empfinde.